Willkommen, liebe Leute, zur letzten Runde in Evolve. Wir suchen uns jetzt nochmal einen Modus aus, und zwar können wir ja nochmal versuchen, Verteidigung, ja genau, Verteidigung probieren wir nochmal mit dem Geist. Und ich nehme mal diese Map hier. Kardo-Modus passt. Extras mit Starten. So, mal schauen, ich habe das noch nicht geschafft. Ich habe diese Verteidigung zweimal jetzt gespielt. Einmal mit dem Goliath. Das habt ihr ja gesehen. Dann einmal zum Freistellen des Geistes mit dem Kraken. Bin ich auch gescheitert. Ich glaube sogar noch einen früher. Ja, beim Goliath bin ich ja zum letzten Punkt gekommen, das war ja der dritte. Und beim Kragen bin ich am zweiten schon vernichtet worden. Weil das echt nicht einfach ist, ja. Ohne Scheiß, nicht einfach. Und mit dem Kragen komme ich ja sowieso nicht so klar. Das hat man ja gesehen. Naja. Schauen wir mal. Na gut. Geht's jetzt los hier, ja? Wunderschön. Wunderschön. So, Geist, Phase 3. Wir nehmen auf jeden Fall die Supernova. Dann die Ablenkung. Explosion. Mache ich die voll? Entführung? Kriege ich das überhaupt hin? Ich glaube nicht. Deswegen mache ich da auch nochmal einen hin. So, dann weniger Schaden. Und los geht's. So, mal gucken, ob das klappt. Ist aber sehr lustig zu sehen, dass diese Minions-Monster oder die Mini-Monster immer kleine Mini-Goliaths sind. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit dem Geist durch die Gegend renne, sind das jetzt nicht kleine Mini-Geister, sondern kleine Goliath. Ja, schade, wa? So, erstmal Rüstung holen. Okay. Jetzt ist los. Boom. Ist halt die Frage, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, auf was ich gehen soll denn. Soll ich erst auf die Geschütze gehen? Soll ich erst auf die Menschen gehen? Batz. In die Enge gedrängt. Die heilen sich so krass, ey. Ich will doch wenigstens den ersten überleben hier. Hab ich das Geschütz nicht kaputt gemacht? Ja, noch. Sind meine kleinen Leute. Da sind sie doch. Die können nämlich gar nichts, Leute. Die können wirklich gar nichts.
Komm, komm, komm! Den ersten haben wir, zumindest mal wenigstens. Okay, komm, 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 komm. Vielleicht schaffe ich es ja wenigstens bis zum dritten Generator. Meine Diener sind gespawnt, sehr schön. Bats! Wo sind meine Diener? Komm, friss die auch. Wo will das Vieh hin, ey? Okay, komm, 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 komm. Au, au, au. Leute. Von wo denn? Ah, shit. Willst du mich verscheißen? Bats, ey. No! Oh shit, Leute, komm, 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 komm. Ich bin tot. Scheiße. Ey, wie gesagt, ich hab das noch nie geschafft. Ich hab's noch nie geschafft, ey. Ich hab sogar jetzt immer versucht, so ein bisschen, wie gesehen, ein bisschen Rüstung wiederzuholen, aber das ist so übel, ey. Naja. Ich habe mein Bestes getan. Es sah zwischenzeitlich echt nicht gut aus. Ich dachte, ich sterbe schon beim ersten oder beim zweiten. Aber immerhin. Naja. Besser als halt nix. Na. Naja. Gut, Leute. Das soll es aber jetzt wirklich mal gewesen sein. Ich werde das Spiel jetzt wegbringen. Online-Runden und so weiter haben wir jetzt zwar nicht gemacht, aber ich weiß auch gar nicht, wie geil es ist, wenn man eingibt, dass man Monster sein will, dass man auch wirklich Monster ist. Ich hatte bei der Beta und Alpha immer das Gefühl, dass 50-50 ist und auf den Stress da erstmal ein Spiel zu suchen und so weiter hatte ich keine Lust. Ihr habt jetzt ein bisschen gesehen, das Spiel. Könnt ihr jetzt selber entscheiden, ob ihr euch das holt oder nicht. Wie gesagt, für mich wäre es jetzt nicht 60 Euro wert im Moment. Weil, ich weiß nicht, das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Irgendwie bietet es für mich nicht so die krasse Langzeitmotivation zum einen. Zum anderen brauchst du auf jeden Fall mindestens 2-3 Mitspieler. Weil sonst ist es, glaube ich, auf, wie gesagt, auch da auf Dauer nicht so geil. Allerdings ist es natürlich alles Geschmackssache. Ja.
kann mir aber vorstellen, dass bei diesem Spiel der Preis schnell sinkt. Also wenn ihr euch noch am Überlegen seid, allgemein sinken die Preise von Spielen ja sehr, sehr schnell. Aber ich habe das Gefühl, dass hier das schneller der Fall sein könnte als bei anderen. Bin mal gespannt. Müsst ihr selbst entscheiden. Ansonsten vielleicht warten, bis irgendwie, keine Ahnung. Game of the Year Edition dauert auch noch ewig, weißt du, mit den ganzen DLCs und so weiter. Naja. Wie gesagt, müsst ihr wissen, ihr habt auf jeden Fall einen kleinen Eindruck bekommen. Ansonsten habe ich ja schon erwähnt, es kommen noch einige andere Let's Plays dieses Jahr auf diesem Kanal. The Order, Dragon Ball, Bloodborne, Battlefield, Batman, Mortal Kombat, The Witcher, Uncharted und so weiter und noch viele andere. Und ja, ihr könnt gerne den Kanal weiter im Auge behalten, wenn ihr möchtet. Ansonsten gerne auch, wenn ihr weitere Infos wollt zum Kanal, zu weiteren Let's Plays, zu mir, Facebook und Twitter mal abchecken, ist alles in der Beschreibung verlinkt. Und ansonsten danke fürs Zusehen, Leute, haut rein und tschüss!